Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst stammt zur Wochenreflexion vom 1.5. bis 8.5.1994. Die Woche begann harmlos. Dienstagmittag kam ich in die Küche. Weniger stressig als angenommen. Mittwoch allerdings ging's los. Im Plenum wurde mir meine derzeitige Situation klar. Ich kapsel mich langsam aber sicher von der Family aus. Die AGVs reagierten prompt, aber meiner Ansicht nach übertrieben. Ich habe Stockwerksverbot im ersten Stock. Außerdem kam im Mittwochsplenum zur Sprache, dass ich in Michaela verliebt bin. Und dass die Beziehung zur Katja eine rein freundschaftliche Ebene hat. Mein Fehler, das alles nur auf den Gängen zu besprechen, statt im Plenum. Leider nehmen meine Feelings oft überhand und dann vergesse ich, wo ich mich befinde und ich mache zu vieles von meinem Wohlbefinden abhängig. Aber egal, wie schlecht es mir manchmal geht, es geht immer wieder bergauf. Umso schlechter es mir ging, umso besser fühle ich mich anschließend. Ja, Leute, jetzt ist es raus. Die Katja und ich, wir haben uns auf den Gängen besprochen und haben halt rausgefunden, dass wir mehr Freunde sind und nicht irgendwie eine Beziehung wollen, dass das halt nur kurz der Flash war, weil sie gerade von den Giftern kam und ich halt, weil sowas von überreizt schon war, weil halt die ganze Zeit Knast und bla 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 bla, habe ich ja schon 100 Mal erzählt. Ich war halt anfällig dafür. Und bei der Michaela war es halt wieder dasselbe, das hat mich jetzt schon wieder erwischt. Und wie es damit weitergeht, hey, das ist halt wirklich für mich zumindest, ich habe da immer Spannung bis zum Ende von der Therapie. Kann ich schon mal so weit sagen, dass das halt die ganze Zeit halt jetzt anders gewesen ist für mich und ich war mehr drinnen im Haus und ich habe mich mehr geöffnet, so wie ich es halt dann auch in diesen Vorlesedinger hier, dass man schon mitkriegt, dass es immer intensiver wird. Und ja, es ist halt schon echt ursus lange her und ich denke mir, mir persönlich macht es halt nichts aus, das Ganze zu erzählen und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sich selber überlegt, ob er vielleicht eine Therapie macht. Weil Therapie ist per se nichts schlecht. Es war zwar in der Welt nicht ohne, weil halt von mir, wenn ich erzähle, ja die Konflikte waren oberflächlich, wenn die mal nicht oberflächlich waren, dann ging es ganz schön zur Sache. Die Leute haben es ja gemerkt, dass ich das im Gang mich da mit den Mädels auseinandergesetzt habe und dass wir das da geklärt haben, statt im Plenum was hingehört. Ist natürlich dann prompt passiert, dass man im Plenum sitzt und einer erzählt, das war, wenn man vor allem schafft. Da geht es halt dann schon ins Eingemachte. Ja. Ist schon nicht ohne so Dinge, also deswegen ist es ja auch eine Therapie. Und man hat ja irgendwo irgendwelche Defizite, wenn man Therapie macht. Sei es von der Erziehung her. Von daher, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann Daumen nach unten. Aber dann bitte den Kommentar, warum. Auch wenn es eine Beleidigung ist, dann lösche ich es aber. Nee, Quatsch. Ich freue mich bei jedem Kommentar und so weiter und so fort. Und yo, sharing is caring. Peace out.